Durch diese Luftverkehrssteuer sind auf den deutschen Flughäfen rund 5 Millionen Passagiere verloren gegangen. Für die deutschen Fluggesellschaften heißt diese Steuer, dass sie tiefe Spuren in der Bilanz hinterlässt. Da geht es um Beiträge nicht von ein paar Millionen, sondern um Verluste von mehr als 100 Millionen. Und am Ende auch der Fiskus, nämlich Finanzminister Schäuble, der sich davon ja 1 Milliarde Mehreinnahmen versprochen hat, für den ist das auch eine Milchmädchenrechnung. Denn dadurch, dass so viele Einnahmen nicht stattgefunden haben, dass wir eben nicht so ein Wachstum gehabt haben, wie wir es hätten haben können, haben wir auch Einnahmeverluste beim Bund, bei den Ländern und bei den Gemeinden. Und die summieren sich auch auf über 500 Millionen Euro. Das heißt also, das ist insgesamt ein Schlag ins Wasser. Diese Luftverkehrssteuer muss weg, und zwar so schnell wie möglich. Wir müssen ja sehen, dass die Wachstumszahlen, die man so offiziell hört, also fast 5%, 4,8%, die müssen wir vergleichen mit 2010. Und da haben wir fast eine Woche lang keinen Luftverkehr in Deutschland gehabt wegen der Aschewolke, wegen der Vulkanaschewolke und dann auch noch zusätzlich wegen der Winterstürme. Und wenn man das korrigiert, dann bleibt am Ende ein Wachstum von ungefähr 2,3%. Und das ist deutlich unter dem, was unsere europäischen Nachbarn haben. Und da darf man nicht vergessen, Deutschland hat ja das stärkste Wirtschaftswachstum in Europa gehabt. Ich glaube, dass die Politik nachdenklich wird. Ich höre von immer mehr Abgeordneten des Deutschen Bundestages, aber auch von Landesministern und Landtagsabgeordneten, dass sie sagen, so schlimm haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt mit dieser Luftverkehrssteuer. Und immer mehr sagen, das muss überprüft werden und wir müssen überlegen, was wir da ändern können oder ob wir sie sogar abschaffen können. Das große Hindernis ist nach wie vor der Bundesfinanzminister. Am Ende muss wahrscheinlich auch die Bundeskanzlerin sagen, da ist der Schaden mir zu groß für das, was wir da bisher an angeblichem Nutzen haben.